Mikrofon, drei Sichern, drei Stück, wovon zwei im Sommer im Dauereinsatz ist. Eine steht immer zur Reparatur in der Halle. Und wenn Sie so eine alte Dame betreiben, dann hat die auch öfters mal Macken oder ist mal kaputt. Und da fehlt uns immer eine Ersatzmaschine. Wir haben zwar noch die 1G-Kuppler bei uns, aber der darf nur 30 km/h fahren und damit halt die Fahrzeit nicht. Das war jahrelang nur immer ein Notnagel. Und daraus resultiert eigentlich die Notwendigkeit einer gleichwertigen Maschine, die auch 50 km/h fahren kann, um den Fahrplan zu halten. 2007 haben wir angefangen, den Zeitungsbestand abzugleichen. Was ist hier in Meining? Was haben wir vor der Haustür? Und dabei haben wir festgestellt, dass so ca. 50% neu gemacht werden muss, beziehungsweise überarbeitet werden muss oder nicht vorhanden war. Also es war eine ganze Menge Arbeit. Ja, diese Manometer, alles was Druckmanometer sind, das sind alle Standardsachen. Und die kriegt man in jedem Spezialhandel. Also egal, ob das Luftdruckmanometer sind oder Dampfmanometer, beziehungsweise das Pyrometer, was uns die Temperatur vom Zylinder anzeigt. Das sind alles Standardsachen. Wo es komplizierter wird mit den Wasserständen, das sind zum Beispiel Neugusskonstruktionen, ja, wo neue Modelle gebaut worden sind und neu abgegossen worden sind, weil diese neuen nicht mehr vorrätig waren. Die Feuertür ist ein neuer Abguss, der ist auch nicht mehr vorrätig gewesen. Die Strahlpumpen ist auch ein neuer Abguss. Und somit läppert sich das alles zusammen über Lichtmaschine, Ausgleichhebelträger und man könnte die Kette unbedingt ganz weiter erziehen. Bitte.